unsere letzte Google-Bewertung war Underpromised, Overdelivered. So, ich glaube, das sagt einiges. Google, was gibt es noch für andere Reviews? So, Trustpilot sind wir auch noch vertreten. Da seid ihr auch richtig am Optimieren, wahrscheinlich am Gucken. Und wenn jemand was Negatives schreibt, schreibt ihr den an und sagt irgendwie, hör zu, können wir das nicht optimieren? Ist noch gar nicht passiert. Es macht ja schon Sinn, eine Campervermietung auch mit einer Digital-Company zu verstricken und da so die Synergieeffekte abzuschöpfen. Also ich bin ja der größte Content-Fan und ja. Denke ja immer, dass man Businesses über Content noch weiter hebeln kann. Dennoch glaube ich, wenn ich mir das so anschaue, dass ich das Gefühl habe, da gibt es irgendwann Spezialisten, die machen nur das, die machen es richtig gut. Wie willst du dich dagegen differenzieren? Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir wollen hier das nächste Get Your Guide oder Komoot werden. Klar, das wär schön, wenn wir es schaffen. Was halt passiert bei den meisten Campervermietern ist, sie geben den Schlüssel aus der Hand und dann hören die 2 Wochen gar nichts mehr. Wir versuchen halt diese komplette Customer Journey auch inklusive der Reise dann mit zu beeinflussen, indem wir denen ein Tool an die Hand geben, wo wir wissen, okay, da ist für dich das Richtige drin und wo wir auch als Camperboys vertreten sind.